kommen wir jetzt zum Höhepunkt der heutigen Veranstaltung. Sie wissen, die AUNS hat die Aufgabe, für die Unabhängigkeit, für die Neutralität und für die direkte Demokratie zu kämpfen. Wir alle wissen, dass diese drei grundlegenden Säulen unter Druck, ja sogar in Gefahr sind. EU-Waffendiktat, UNO-Migrationspakt, EU-Zuwanderung und das EU-Rahmenabkommen sind die wichtigsten Stichworte. Zunehmend tritt Brüssel gegenüber der Schweiz schroff, ablehnend, drohend, ja gar erpresserisch auf. Der noch amtierende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nennt die Schweiz ein geostrategisches Unding. Sein möglicher Nachfolger, wir hoffen es nicht, der deutsche Manfred Weber, sagte, er wolle den störrischen Schweizern andere Seiten aufziehen. Wir wollen heute zum Thema Schweiz und Europa wie weiter diskutieren. Wir lassen heute verschiedene Meinungen zu Wort kommen. Wir, die AUNS, verweigern die Debatte nicht. Ich darf Sie erinnern, dass in unseren Reihen der erste EU-Botschafter der Schweiz, Michael Reiterer, Bundesrat Didier Burkhalter und der Historiker Thomas Meissen gesprochen haben. Keiner von ihnen ist bis heute AUNS-Mitglied geworden. Leider, vielleicht auch besser. Aber zur demokratischen Debatte gehört auch die andere Meinung. Ich freue mich deshalb ganz herzlich, unsere Gäste zu begrüßen. Frau Altbundesrätin Micheline Calmiret. Herzlich willkommen. Frau Monika Rühl, Vorsitzende der Geschäftsleitung Economy Suisse, ebenfalls herzlich willkommen. Herr Altbundesrat Dr. Christoph Blocher. Man merkt, wer Heimvorteil hat. Herr Nationalrat Hans-Peter Portmann. Und last but not least, Roger Köppel, Nationalrat, Chef Weltwoche. Und damit es ein bisschen neutraler ist, übergebe ich jetzt im Reto Brennwald. Der wird durch den Nachmittag führen und für eine spannende Diskussion sorgen. Besten Dank. Grüezi miteinander, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Mitglieder von der AUNS. Ich begrüße Sie zum politischen Teil des heutigen Nachmittags und freue mich sehr auf das Programm, das Ihnen bereits angekündigt wurde. Ich kann Ihnen versichern, ich bin sehr gerne hier, denn das Thema der Beziehung der Schweiz zur Europäischen Union beschäftigt mich stark, interessiert mich, scheint mir eines der interessantesten Themen zu sein, die wir haben im Land. Und darüber, über dieses Selbstverständnis der Schweiz gegenüber der EU, werden wir diskutieren auf dem Podium gleich anschließend. Zuerst begrüße ich aber, sie wurde bereits erwähnt, eine Frau, die wahrscheinlich etwas anders denkt als Sie, Altbundesrätin Micheline Calmiret. Sie war von 2003 bis 2011 unsere Außenministerin, also zuständig für die internationalen Beziehungen der Schweiz. Und sie bleibt uns sicher in Erinnerung mit ihrer Prägung des Begriffs der aktiven Neutralität. Ich freue mich aus zwei Gründen auf Ihren Positionsbezug, Frau Altbundesrätin, weil Sie einerseits sehr kritisch dem Rahmenabkommen gegenüberstehen. Sie haben es auch schon als eine Bastelei bezeichnet. Aber andererseits haben Sie in Ihrem Buch, das Sie 2014 publiziert haben, auch geschrieben, dass Sie finden, man müsste daran denken, dass der Bundesrat wieder Verhandlungen aufnimmt über einen Beitritt der Schweiz zur EU. Mir scheint, das sind zwei sehr widersprüchliche Punkte, aber wir werden sicher von Ihnen mehr hören. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Frau Altbundesrätin Micheline Calmiret. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Christoph Blocher, sehr geehrter Nationalräten, meine Damen und Herren.
Es war einmal ein britischer Journalist, der von der Swissness der Europäischen Union sprach, um seinen geringen politischen Einfluss in der Welt zu bedauern. Die EU sei in ihrem Wohlstand selbstgefällig geworden, wohlhabend und weltpolitisch belanglos. Eben wie die Schweiz, sagte er. Dieser britische Journalist illustrierte seine These mit dem bekannten Zitat aus Orson Welles im Dritten Mann: Italien hätte während 30 Jahren Krieg und Blutvergießen unter den Borgias, Michelangelo, Leonardo da Vinci und die Renaissance hervorgebracht. Die Schweiz während 500 Jahren Solidarität, Demokratie und Frieden lediglich die Kuckucksuhr. Eine hübsche Pointe, wenn auch ein Missverständnis. Tatsächlich ist die Kuckucksuhr eine deutsche Erfindung und kommt aus dem Schwarzwald. Tatsächlich ein schweizerisches Produkt sind dagegen die hochpräzisen Atomuhren, welche für die Testsatelliten des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo benutzt werden. Ich denke, diese Atomuhren repräsentieren denn auch besser die Schweiz, wie sie wirklich ist: modern, wettbewerbsfreudig, ein Land, das in Sachen Innovation und Produktivität auf den internationalen Ranglisten an der Spitze liegt. Und jenseits vom Missverständnis, seit 1949, seit der Veröffentlichung von Orson Welles' Dritten Mann, hat sich die Welt verändert. In einem Jahrhundert sind wir von einem sogenannten Western-dominierten Welt zu einer multipolaren Welt übergegangen, wo Supermächten zu ihren Gunsten Multilateralismus zu ihren Gunsten einsetzen. Wie die Vereinigten Staaten und Donald Trump neigen einige dazu, multilaterale Gouvernance als eine Zusammenkunft von starker Männer zu betrachten, die untereinander verhandeln. Sie denken an Wladimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan, Jair Bolsonaro. Aber es muss anerkannt werden, dass die Außenpolitik zunehmend als Verteidigung nationaler Interessen im engeren Sinne des Wortes zu verstehen ist, in erster Linie wirtschaftlicher und finanzieller. Die wirtschaftlichen und finanziellen Grundlagen der Schweiz bieten Anlass für Neid. Sie besitzt aber nur wenige natürliche Ressourcen, abgesehen von Wasser, und ihren wichtigsten Handelspartner sind in unmittelbarer Nähe. Das Land Baden-Württemberg ist ein ebenso wichtiger Handelspartner wie China. Also versteht man, warum die Beziehungen der Schweiz zur EU eine erste Priorität unserer Außenpolitik ist. Und dazu noch, meine Damen und Herren, unsere Welt, unsere globalisierte Welt ist auch vernetzt. Es ist eine Welt, in der es keine Distanzen mehr gibt. Nicht nur Naturkatastrophen, sondern auch massive Verletzungen der Menschenrechte finden heute vor den Augen der Weltöffentlichkeit statt. Wie die Regierungen oder Regime darauf reagieren, wird auch von dieser Öffentlichkeit und der globalen Politik kritisch mitverfolgt. Es entstehen Druckpotenziale, denen sich einzelne Staaten nicht ganz entziehen können. Und mit der Globalisierung haben sich auch Risiken verstärkt, die von keiner Landesgrenze Halt machen. Die grenzüberschreitenden Bewegungen von Waren, Dienstleistungen, Kapital, Wissen und auch von Personen haben dazu beigetragen, ein enges Netzwerk von Interdependenzen zwischen Staaten und ihren Gesellschaften und zwischen Staaten selbst zu schaffen. Infolgedessen sich die Welt wichtigen, gemeinsamen Herausforderungen stellen muss, zum Beispiel Klimaerwärmung oder Migration. Diese Herausforderungen sind global. Generell gesehen haben Staaten auf diese Entwicklungen mit politischen und wirtschaftlichen Integrationsprozessen auf regionaler Ebene reagiert, gemäß der Idee, je größer, desto stärker. Wir kennen Mercosur, ASEAN, ECOWAS und so weiter. Auf dem europäischen Kontinent haben Staaten die Europäische Union gegründet.
Die Europäische Union ist das am weitesten fortgeschrittene Projekt der regionalen Zusammenarbeit. Die Schweiz ist nicht Mitglied der Europäischen Union. Sie sieht sich den tiefgreifenden Veränderungen allein gegenübergestellt. Welche Trümpfe hat sie, um sich Gehör zu verschaffen? Wie schafft sie es, ihre nationalen Interessen in dieser sich verändernden Welt zu verteidigen? Und ist ihr institutionelles Modell der Bilateralen noch angemessen? Meine Damen und Herren, die erste Herausforderung der Außenpolitik der Schweiz besteht in ihrer geografischen Lage. Die Schweiz verfügt über ein kleines Gebiet in der Mitte des europäischen Kontinents. Traditionell zielte ihre Außenpolitik und ihre Neutralität darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen den rivalisierenden europäischen Mächten zu erhalten, die sie umgeben. Dieses Ziel ist verschwunden. Für das erste Mal in ihrer Geschichte, ihr Hauptpartner ist ein Ganzes, die Europäische Union. Praktisch haben wir nur noch einen Nachbar. Und für das erste Mal in unserer Geschichte, unser Partner ist eine Gruppe von 28, vielleicht 27, niemand weiß jetzt, Ländern und Teilen eines dynamischen Integrationsprozesses. Und dieser Partner versteht auch seine Beziehungen zu Drittstaaten in einen dynamischen Prozess ein. Dieser Partner ist nicht bestrebt, sektorielle und statische Vereinbarungen mit Drittstaaten abzuschließen, sondern ganz im Gegenteil versucht er uns in sein eigenes, sich ständig weiterentwickelndes Regelungssystem zu bewegen. Die EU verhält sich zurückhaltend mit einer Bewertung des bilateralen Wegs. Die EU gefällt der bilaterale Weg der Schweiz mit einem sektorgestützten Zugang zum europäischen Markt über eine Reihe bilateraler Abkommen und Regelungen nicht. Ihrer Auffassung nach ist dieser Weg zu kompliziert und bietet keine Garantien hinsichtlich einer einheitlichen Anwendung des europäischen Rechts durch die Schweiz. Die EU will nicht, dass die Schweiz bei der Anwendung europäischen Rechts von den Mitgliedstaaten abweichen kann, die sich ihrerseits an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs halten müssen. Deshalb übt sie Druck auf die Schweiz aus, ein institutionelles Abkommen abzuschließen. Sie erwartet von der Schweiz, dass sie den Acquis und in weitere Entwicklungen in den Bereichen, die durch die bilateralen Abkommen geregelt sind, nachvollzieht. Somit gehen wir von einer gegenseitigen Anerkennung der Gleichwertigkeit von Normen zu ihrer sogenannten dynamischen Übernahme über. Im vergangenen Dezember hat der Bundesrat das sogenannte institutionelle Abkommen, das er mit der Europäischen Union ausgehandelt hat, veröffentlicht und in die Vernehmlassung geschickt. Damit, meine Damen und Herren, hat sich der Bundesrat Zeit gegeben für diese Vernehmlassung, die dazu dient, Bilanz über die Vorteile und Schwierigkeiten eines hart ausgehandelten institutionellen Abkommens zu ziehen. Ich möchte aus dem langen Prozess, der zu diesem Abkommen geführt hat, ein paar Überlegungen ableiten und versuchen, einige Lehren zu ziehen. Zuerst ein Wort zum Kontext. Am 26. Juni 2016 haben die Briten bekanntlich beschlossen, die Europäische Union zu verlassen. Beeindruckend ist für mich die seltsame Ähnlichkeit zwischen der Situation der Schweiz und das Vereinigte Königreich. Auf jeden Fall leiden die Verhandlungen mit der Schweiz unter den drastischen Bedingungen, die den Briten für den künftigen Zugang zum europäischen Markt gestellt werden. Das Vereinigte Königreich und die EU sowie die Schweiz und die EU haben im gleichen Zeitraum ein Abkommen über den Austritt aus der EU in einem Fall und ein sogenanntes institutionelles Abkommen im anderen Fall ausgehandelt. Beide haben jedoch große Schwierigkeiten, eine innenpolitische Mehrheit für eine Zustimmung zu finden. Das britische Argument zugunsten eines Austritts
bezog sich ohnehin auf die Möglichkeit, von den europäischen Regelungen abweichen zu können, während die Schweiz eher eine Konvergenz mit den europäischen Regeln anstrebt. Die Verhandlungen zwischen Schweiz und der EU bzw. zwischen das Vereinigte Königreich und der EU folgen daher einer unterschiedlichen Logik. In einem Fall wird eine versteckte Partnerschaft angestrebt, im anderen Fall eine Trennung. Dies bedeutet allerdings nicht, dass es keine Konvergenzpunkte zwischen den beiden Situationen gibt. Weder das Vereinigte Königreich noch die Schweiz können auf den Zugang zum EU-Binnenmarkt verzichten. Und trotzdem gibt es weder in Großbritannien noch in der Schweiz einen Konsens bezüglich des Verhandlungsergebnisses. Der innenpolitische Konsens ist jedoch für eine Win-Win-Verhandlung sowie die Akzeptanz des Ergebnisses beim Schweizer Volk, welche das letzte Wort haben wird, entscheidend. Zweite Bemerkung. Der Bundesrat hat sich nicht zum Abkommen geäußert. Er hat eine Vernehmlassung in Gang gesetzt, ohne seine Einschätzung zu geben, als ob er sich davor fürchten würde, Stellung zu beziehen. Nun handelt es sich nicht um eine sekundäre, von ihrer Bedeutung eher Detailfrage, sondern um eine Schicksalsfrage für die Schweiz. Und das Fehlen einer politischen Führung ist daher mehr als beunruhigend. Angesichts dieser Unentschlossenheit übt die EU Druck aus, droht uns mit verschiedenen Unannehmlichkeiten und verlängert die Börsenäquivalenz nur bis zum Ende des Vernehmlassungsverfahrens. Meine Damen und Herren, die Schweiz hat Spitzendiplomaten. Die Schweizer Diplomaten haben in bilateralen Verhandlungen mit der EU ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt. Und sie können viel. Die Schweiz betreibt derzeit jedoch eine widersprüchliche und ängstliche Europapolitik. Ein Beitritt zur EU oder zum europäischen Wirtschaftsraum zählt nicht dazu, dass es keine politische Mehrheit gibt. Ein einsamer Marsch ist im Laufe der Zeit nicht wünschbar und die Verhandlungen über das institutionelle Abkommen sind mit Schwierigkeiten verbunden. So was? Darüber hinaus besteht erhebliche Unsicherheit über die Auswirkungen der ausgehandelten Vereinbarung, von denen viele bisher nicht ernsthaft diskutiert wurden, obwohl sie schon längst bekannt waren. Von Beginn weg wusste man, dass das europäische Recht über die entsandten Arbeitnehmer und die Union-Bürger-Richtlinie nicht problemlos waren. Trotzdem hat man nicht versucht, einen innerlichen Konsens zu suchen. Und jetzt sind wir, ein bisschen wie Madame May, presque au bord de la falaise. Obwohl sich die Europäische Kommission nach 5-jährigen harten Verhandlungen über die unentschlossene Position der Schweizer Exekutive einigermaßen geärgert hat, verwies sie dennoch auf die Frage der Paraffierung des Vertragsentwurfs, um etwas Zeit zum nationalen Konsens zu gewähren. Dritte Bemerkung. Die Europäische Union ist einflussreicher und stärker als wir, sodass wir aus einer Position der Schwäche heraus verhandeln, auch wenn wir formell gesehen gleichwertige Partner sind. Der Anteil der EU an den Schweizer Exporten lag 2017 bei 46%, während umgekehrt der Exportanteil lediglich 8% beträgt. Die EU ist ein Markt mit 500 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten, während unser Binnenmarkt sehr viel kleiner ist. Unter diesen Umständen sind Kompromisse unvermeidbar. Und am Ende werden wir uns zwischen einem erneuten bilateralen Weg und dem Status quo entscheiden müssen. Ich teile die Meinung derer, die denken, dass der Status quo keine Alternative darstellt. Vierte Bemerkung. Das in die Vernehmlassung geschickte Abkommen hat Mühe in Bezug auf seine institutionellen Aspekte zu überzeugen. Im Wesentlichen geht es daran, das Streitbeilegungsverfahren zu verbessern und die Übernahme des EU-Acquis dynamisch auszugestalten. Das Schiedsgericht ist das Herzstück des Systems für die Beilegung von Streitigkeiten
und meinem Sinne nach ist das eine gute Sache. Allerdings holt es die Meinung des Europäischen Gerichtshofs ein, wenn die zu klärende Frage die Auslegung und Anwendung von europäischem Recht betrifft und wenn die Interpretation der EU-Gerichtshof notwendig und relevant für den konkreten Streitfall ist. Ob diese Kriterien erfüllt sind, liegt in der Beurteilung des Schiedsgerichts. Die Auslegung des EU-Gerichtshofs ist aber verbindlich für das Schiedsgericht. Nun berufen die 5 bestehenden, vom institutionellen Abkommen abgedeckten Marktzugangsabkommen grundsätzlich auf EU-Recht. Eine Anrufung des EU-Gerichtshofs ist in vielen möglichen Streitfällen Schweiz-EU deshalb wahrscheinlich. So wird im Konfliktfall die Konformität der Anwendung der revidierten europäischen Entsenderichtlinie durch die Schweiz, deren Übernahme im institutionellen Abkommen vorgesehen ist, schlussendlich in einem Streitfall von EU-Gerichtshof interpretiert. Und hier geht es nicht nur um eine Frage der 8 oder 4 Tagen vor Anmeldepflicht. Es geht um die Grundsatzfrage des anwendbaren Rechts. Bemerkenswert ist, dass die flankierenden Maßnahmen, die durch das Abkommen teilweise eingeschränkt würden, nicht in ihrer Ganzheit explizit ausgenommen wurden. Und die Übernahme der Union-Bürgerrichtlinie wird im Abkommenentwurf nicht erwähnt. Dies bedeutet, so schreibt der Bundesrat, dass die Schweiz keinerlei ausdrückliche Ausnahme genießt und im Konfliktfall der im Abkommen verankerte Mechanismus zur Beilegung von Streitigkeiten anwendbar wäre. Zu den umstrittenen Punkten zählen auch die staatlichen Beihilfen. Sie sind von verschiedenen Akteuren, insbesondere von den Kantonen, kritisiert. Es muss unbedingt dafür gesorgt werden, dass die mit dem Entwurf des institutionellen Abkommens angenommene Lösung keine horizontalen Auswirkungen außerhalb des Rahmens des Abkommens haben wird und dass Bund und Kantone gleich behandelt werden. Meine Damen und Herren, ich bin auch für eine dynamischere Gestaltung des bilateralen Wegs, auch wenn wir uns im Zusammenhang mit der Übernahme europäischen Rechts den EWR-Verfahren annähern. Wenn wir allerdings beschließen, den ACquis nicht zu übernehmen, kann die EU Ausgleichsmaßnahmen ergreifen. Diese müssen zwar verhältnismäßig sein, könnten aber bis zu einer ganz oder teilweise Suspendierung des fraglichen Abkommens gehen. Darüber hinaus sieht das institutionelle Abkommen vor, dass die Kündigung des Abkommens von der eine oder die andere Partei allein entschieden werden kann. Aufgrund der Guillotine-Klausel, die die bilateralen Eins miteinander verknüpft, würden nicht nur die 5 vom institutionellen Abkommen erfassten Abkommen, es sind wichtige Abkommen, sondern auch 2 weitere zu den bilateralen Eins gehörende Abkommen, Forschung und öffentliches Beschaffungswesen, sowie alle künftigen Marktzugangsabkommen gekündigt. Mit der Einführung eines Streitbeilegungsverfahrens und der Übernahme des geplanten europäischen ACquis finde ich sehr schwer eine politische Rechtfertigung für die Aufrechterhaltung der Guillotine-Klausel zu sehen. Fazit: Der vorgesehene Mechanismus für die Beilegung von Streitigkeiten ist nicht geeignet, eine gewisse Rechtssicherheit zu gewährleisten. Im Fall einer Meinungsverschiedenheit bei der Übernahme europäischen Rechts sieht das Verfahren wie folgt aus: Gemischter Ausschuss, Schiedsgericht, EU-Gerichtshof, Ausgleichsmaßnahmen, das heißt Sanktionen, und wieder Schiedsgericht für die Prüfung der Verhältnismäßigkeit und ganz am Schluss Suspendierung und vielleicht noch die Guillotine-Klausel. Wir laufen Gefahr, ständig eine Schicksalsdiskussion zu führen. Ich plädiere dafür, den im Abkommen vorgesehenen Mechanismus für die Beilegung von Streitigkeiten zu akzeptieren, aber mit Garantien. Der Schutz der Arbeitnehmer darf nicht vermindert werden. Das heißt, die EU akzeptiert unsere flankierenden Maßnahmen, sodass sie von der dynamischen Rechtsentwicklung
und der EU-Gerichtshof Rechtsprechung nicht betroffen sind. Eine Möglichkeit bestünde auch darin, dass wir die Zusicherung kriegen, zusätzliche nationale Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer über das schweizerische Recht zu beschließen, zum Beispiel eine Ausweitung des Schutzes durch die Gesamtarbeitsverträge oder andere nicht diskriminierende Maßnahmen. Und ich plädiere noch für die Übernahme der Union-Bürger-Richtlinie, auch wenn diese von niemandem verlangt ist. Damit soll der Familiennachzug von Arbeitnehmern ermöglicht und ein Mindestmaß an sozialer Unterstützung erreicht werden, beispielsweise nach 5-jähriger Arbeit in der Schweiz. Denn ich bin der Überzeugung, dass die Verbesserung des sozialen Schutzes der in der Schweiz arbeitenden Menschen und die Stärkung des Schutzes der Arbeitnehmer gegen Lohndumping und für bessere Arbeitsbedingungen Teil eines gleichen kohärenten Ansatzes sind. Das könnte die Grundlage für einen ausgewogenen Schweizer Kompromiss bilden. Meine Damen und Herren, die politische Identität der Schweiz ist geprägt von Neutralität, direkter Demokratie und Föderalismus. Diese besondere Identität hat unsere Außenpolitik beeinflusst und beeinflusst sie immer noch. Außenpolitik ist eine Projektion unserer Identität nach außen. Und daher muss die Außenpolitik eines Staates wie unseres langfristig verankert und vorsehbar sein. Es muss noch in der Lage sein, eine Mehrheit der Bevölkerung zu sammeln. Es muss sich endlich mit der Innenpolitik befassen, wobei letztere die verschiedenen Teile und Kulturen des Landes widerspiegeln. Die Schweiz unterhält zwar mit der Europäischen Union in vielen Bereichen sehr enge Beziehungen, doch ist sie sehr zurückhaltend, wenn nicht gar abgeneigt, diese auf politischer Ebene zu vertiefen. Eine politische Annäherung würde für viele Schweizer und Schweizerinnen Ängste erheben hinsichtlich der Nachhaltigkeit unserer Institutionen und berührt letztendlich unsere Identität, da diese Institutionen erlauben uns zusammenzuleben und definieren uns als Schweizer. Indem die Schweiz einen Sonderweg in ihren Beziehungen mit der EU eingeschlagen hat, hat sie versucht, der Widerspruch zwischen einer geostrategischen Lage inmitten des europäischen Kontinents, die uns mit dem Schicksal Europa verbindet, und einer, die uns mehr als widerstrebende Haltung gegenüber einer politischen Annäherung an die EU aufzulösen. Dieses Gleichgewicht zu brechen, ist risikoreich. Deshalb sollte der Dialog mit der EU nicht abgebrochen werden. Und man sollte sich Zeit nehmen, um einen innenpolitischen Konsens zu bilden und das Abkommen ins Gleichgewicht zu bringen. Heute ist die Konsultationsphase abgeschlossen. Das Resultat könnte als grau bezeichnet werden. Ja, nein, ja, aber, nein, aber, jemand optimistisch oder pessimistisch ist. Sicher ist, das Abkommen hat innenpolitisch einen schweren Stand. In der Tat heißt das weiter verhandeln, obwohl das Wort Verhandlung in Bern ein Schimpfwort zu sein scheint. Also sprechen wir lieber von Präzisierungen, damit diese Präzisierungen oder anders gesagt noch dieser Klärungsbedarf in unseren Gesprächen mit der EU aus außenpolitischer Sicht eine Chance haben soll, ist es entscheidend, dass sich diese Klärungen auf wenige Punkte beschränken und klar definiert werden. Und der Bundesrat muss sich engagieren. Unsere Regierung verfügt über eine hohe Glaubwürdigkeit. Wenn sie die Bevölkerung für ein Abkommen gewinnen möchte, soll sie es sagen und versuchen, die Bevölkerung zu überzeugen. Der Bundesrat sollte aktiv einen Konsens anstreben, durch den er alle Kräfte hinter sich haben kann, um ein ausgewogenes Abkommen zum Durchbruch zu verhelfen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diese Ausführungen, Micheline Galmiret. Sie haben den Wunsch geäußert, keine Fragen beantworten zu müssen.
Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich eine Frage Ihnen stellen darf, die aus Ihren Reihen im Vorfeld immer wieder gekommen ist, nämlich die Frage, warum Sie überhaupt hier auftreten. Ja, ich bin mit Freude hergekommen, weil ich denke, wir sind in der Schweiz und ich verweige den Dialog mit den Schweizer und Schweizerinnen nicht. Und ich bin sehr froh, dass Sie mir zugehören haben, auch wenn Sie meine Meinung nicht ganz teilen. Aber ich denke, es ist wichtig, in der Schweiz leben wir in einer direkten Demokratie und ich schätze diese direkte Demokratie sehr und ich finde, direkte Demokratie geht auch mit Zusammensprechen und zusammen sich respektieren. Danke. Vielen Dank. Merci. Bleiben Sie noch. Keine weitere Frage. Ich möchte es gerne so machen. Ich fasse zusammen, was Sie gesagt haben, ganz rudimentär, und Sie widersprechen, wenn das nicht ganz stimmt. Mir ist aufgefallen, zwei heikle Punkte, wo ein großes Raunen durch das Publikum ging. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind Sie grundsätzlich dafür, dass der Streitschlichtungsprozess, so wie er im Vertragsentwurf steht, auch nicht geändert wird, aber mit gewissen Garantien. Ich finde das etwas minimal, aber lassen wir das mal so stehen. Das ist richtig, ist das so? Gut. Das ist grundsätzlich richtig. Das Zweite ist, dass Sie sagen, wir sollten die Unionsbürgerrichtlinie, die jetzt gar nicht Gegenstand des Vertrags ist, übernehmen. Ja, das ist mein linkes Herz. Gut. Also, Sie haben gesagt, wir sollen es mit den vier Gästen hier auf dem Podium diskutieren. Aber ich finde und das auch, werden wir ich machen. Ich finde auch, das könnte auch ein gutes Kompromiss sein, weil an der rechten Seite des politischen Spektrum ist man gegen die Unionbürgerrichtlinie und an der linken Seite sind wir für die Begleitsmaßnahmen und da könnte es, wenn beide Seiten ein bisschen einen Schritt zueinander machen würden, dann könnte es ein Kompromiss sein. Und das wäre dann in Übereinstimmung mit Ihrem linken Herz. Ja. Vielen Dank, dass das linke Herz bei uns zu Besuch war, Micheline Gamiret. Vielen Dank.